In der Bregenzer Volksabstimmung wird es um die Frage gehen, ob die Stadt Bregenz es ermöglichen soll, dass ein zweites Hafengebäude errichtet wird. Ja oder nein? Die letzte Volksabstimmung in Bregenz liegt über 30 Jahre zurück. Im Gespräch mit Michael Ritsch, dem Landesparteichef der SPÖ, wollten wir wissen, ob in Zukunft vermehrt mit Volksabstimmungen zu rechnen sei. Läutet hier die SPÖ eine neue politische Kultur ein? Ja, wir haben eigentlich vor den letzten Wahlen, so wie auch der Bürgermeister gesagt, wenn was gemacht wird, entscheidet der Bregenzer, wenn am See unten was gemacht wird. Ich sehe es schon so, dass bei wesentlichen Projekten, und das ist ein wesentliches Projekt für mich, wie auch zum Beispiel die Bebauung des Seestadtareals, was ja ein neuer Stadtteil werden soll. Also bei solchen Projekten soll schon der Bregenzer die Chance haben, auch wirklich ein letztes Wort zu haben. Und wenn er das hat, dann identifiziert er sich schlussendlich auch mit einem Projekt, und ich finde das auch besser. Also wir haben jetzt gerade, diesen Sonntag findet in Arbon wieder eine Volksabstimmung statt, auch über ein Hafenprojekt. Also ist nichts Unübliches, und ich finde es auch schön, weil ich finde es auch wichtig, dass die Bürger sich viel mehr an der Demokratie beteiligen. Glauben Sie, dass es in Zukunft mehr Volksabstimmungen in Vorarlberg oder Österreich auch geben wird? Ich finde es gut und wichtig, wenn eine Kommune so eine wesentliche Geschichte hat, die die Stadt Bregenz seit rund einem Jahr schon beschäftigt, dass am Schluss eines Prozesses, wenn er nicht eindeutig ist, klar herauskommen muss, will der Bürger das oder will er es nicht. Ich finde es nicht gut, wenn die Politik sich das Recht herausnimmt und zu sagen, wir haben die Weisheit mit den Löffeln gegessen und wir entscheiden darüber. Politiker sind gewählt zu entscheiden, und wir haben jetzt in den letzten knapp 3,5 Jahren rund 3000 Beschlüsse gefällt in Bregenz. Davon rund 95% einstimmig. Also ganz wenig Beschlüsse, wo auch wir als Opposition gesagt haben, da sind wir nicht dabei. Aber wenn man dann einmal bei einem wesentlichen Projekt eine Volksabstimmung macht, dann ist doch was Schönes. Und die Erfahrung habe ich jetzt gemacht die letzten Tage.